Hallo, grüße euch. Ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus, wie immer, dem sonnigen Paraguay. Also erstmal vielen, vielen Dank wieder an euch, vor allem an eure Fragen, sowohl per Telefon, E-Mail, als auch über unser YouTube-Kanal. Vielen Dank, weil, wie gesagt, die Fragen brauchen wir und beantworten wir die gerne. Im Laufe der Zeit haben sich sehr, sehr viele Fragen angesammelt. Vorwiegend auch über Immobilien. Ja, praktisch logisch. Jeder von euch oder die meisten von euch, falls sie nach Paraguay einwandern, brauchen Immobilien. Und da sich die Vorschriften etwas geändert haben, ist es wichtig, auch mal darüber zu sprechen, worauf ihr achtet. Okay, also, falls euch diese Sache interessiert, über Paraguay Immobilien, wo wir einen kleinen Subkanal eröffnen werden, sprechen wir über Paraguay Immobilien. Also bleibt dran. So, also wie gesagt, die Vorschriften ändern sich ja ständig und was wichtig ist, ich wiederhole immer wieder, wir sind hier schon seit 16 Jahren und wissen auch nicht alles. Also, wie arbeiten wir? Wir arbeiten immer in einem Team. Ja? Das heißt also, zu unserem Team gehören Experten, sowohl Einwanderungshelfer, als auch Autohändler, als auch Rechtsanwälte, als auch andere wirklich Menschen, die ihre Tätigkeit professionell ausführen. Und daher große Bitte an euch, lasst euch nicht irgendwo veräppeln. Die Vorschriften sind wirklich wichtig, vor allem die Dokumente, die Grundstücksdokumente, das ist das A und ich kann euch natürlich nicht in ein, zwei oder drei Punkten und in kurzen Videos. Also wie gesagt, in diesen kurzen Punkten 1, 2, 3, 4 lässt sich das alles gar nicht mal klären. Also am besten, lieber YouTuber, falls ihr einwandern wollt nach Paraguay, müsst ihr nach Paraguay kommen. Es geht kein Weg drumherum. Es ist am vernünftigsten. Also das Geld müsst ihr schon aufbringen und im Prinzip den Flug nehmen, nach Paraguay kommen, hier ein, zwei, drei, meistens oder besser drei, vier Wochen verbringen und sich das Land anschauen. Okay? Aber worüber wir reden wollten, sind die Paraguay-Immobilien. Also wie gesagt, wir machen so ein, ich sage nicht Subkanal, aber so eine Playlist oder wie sich das ja nennt, die nur und ausschließlich über Paraguay-Immobilien handelt. Und da könnt euch gerne alle Fragen, am besten unter den jeweiligen Videos, bitte die Fragen stellen, Fragen, Fragen, Fragen und nochmal Fragen. Okay, nach Möglichkeiten werden wir euch gerne diese Fragen beantworten und stehen natürlich immer an eurer Seite. Also wie gesagt, mit diesem kurzen Video wollte ich ja nur, seht ihr, das ist in unserer Natur, einfach andeuten, dass dieses Kanal also wichtig ist für diejenigen, die sich also prinzipiell um Paraguay Immobilien interessieren. Das ist das A und O. Es sind wirklich viele wichtige Fragen. Wie wir arbeiten, klar. Ihr könnt die Grundstücke von uns erwerben. Da habt ihr hundertprozentige Sicherheit, dass es alles funktioniert. Wir haben verschiedene Projekte. Aber darüber hinaus könnt ihr natürlich auch andere Grundstücke erwerben. Es gibt auch andere Anbieter, die sicherlich auch nicht schlechter sind. Was wichtig ist, die Dokumente, bitte, die Dokumente müssen 100% stimmen. Ja, es ist sehr wichtig in Paraguay, dass ihr, falls ihr reinkommt schon und ihr ersten Schritt macht mit der Einwanderung, der zweite wahrscheinlich die Immobilie erwerben, dass ihr wirklich auf der sicheren Seite steht. Ja. Also
Das ist die kleine Bitte an euch. Immer Likes nach oben bitte. Okay, wir machen kurze Videos ohne viel Gelaber von mir. Einfach kurz Zusammenfassung von jeweiligen Immobilien, die ich immer in diese Playlist, so nennt sich das, glaube ich, wenn nicht, bitte drunter schreiben. Sämtliche Ratschläge, konkrete Ratschläge nehmen wir gerne an. Das heißt also, diese Immobilien-Playlist werden wir unten immer praktisch dranhängen über jeweilige Immobilien, die wir bzw. auch andere anbieten. Also da werden nicht nur unsere Immobilien sein, sondern einfach von anderen Maklern, von anderen Anbietern, von anderen Bauträgern, sowohl Grundstücke als auch Häuser, als auch Apartments und andere Immobilien und wirklich seriöse Qualität. Das heißt also, wir stehen auch dahinter, wir werden die Dokumente überprüfen, sodass ihr auf jeden Fall die Sicherheit habt, dass das Geld praktisch einfach nicht wegfliegt und falsch investiert wird. Also bitte nicht am verkehrten Ende sparen, okay? In diesem Sinne, wie immer, links weitere Videos, weitere interessante Videos von uns, die ich immer hier auf der linken Seite verlinke. Und natürlich auch unsere Kontaktdaten. Also bitte, bitte immer, eure Fragen interessieren uns und wir beantworten eure Fragen. Gerne. Glaub mir das, okay? Also, bis dann. In diesem Sinne, macht's gut wie immer. Likes nach oben. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, schnell abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Okay? Also bis dann. Macht's gut und immer positiv denken, das ist das Wichtigste. Okay, also mach's gut in diesem Sinne. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.